Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Total War Warhammer 3. Wir haben die zweite Rissöffnung und bereiten uns darauf vor, uns da jetzt mal so ein bisschen drum zu kümmern. Aber erstmal werden wir diesen Riss jetzt hier mal schließen. So, zack, weg ist der. Der macht hier keinen Ärger mehr. Dann diese Stadt hier müssen wir wieder aufbauen. Die Armee regeneriert hier gerade eben, aber ich will noch mehr regenerieren an dieser Stelle. So, jetzt gucken wir mal gerade eben. Kann ich eigentlich... Guck gerade eben, ob die diese Einheiten vielleicht hätten, die ich will. Nee, haben sie leider nicht. Die haben tatsächlich eine Terrakotta-Wache. Ich will aber keine Terrakotta-Wache unbedingt in diese Armee mit reinnehmen, weil das übernimmt alles bei uns die Chefin. So, nee, hier brauchen wir auch nichts. Wie gesagt, euch überspringe ich hier gerade eben nochmal. Dann bauen wir unsere Siedlungen noch weiter aus. Wir haben immer noch eine perfekte Yin-Yang-Balance. Ach, ist das schön. Ich liebe es. Bauen wir dich noch auf Stufe 3. Und hier oben geht jetzt endlich mal was. Oh, ist das schön. Also, wir könnten jetzt hier den Tempel der zwei Monde machen. Das werden wir auch nächste Runde tun. Und das zweite, was wir machen können, ist hier erstmal der Gewürzmarkt. Ich mache den Gewürzmarkt jetzt hier rein. Und damit ist mein Geld eigentlich schon wieder aufgebraucht. Irgendwas ist ja immer. Dich lasse ich gerade eben auch nochmal hier außen vor. Und ich glaube, dass mein Malus jetzt schon wieder weg sein müsste. Ich glaube, ich werde mal mit der Ostmark handeln. Und schon sind die Oger wieder beleidigt. Ja, der ist halt leider sehr, sehr mächtig und möchte einfach nicht, ne? Das ist das große Problem. Könnte sein, dass er sich eine Weile zieht mit ihm. Naja. So. 58. Es wird immer weniger. Überschaubarer. Aber es kommen immer wieder neue dazu, davon auch nicht vergessen. Ha, da ist schon wieder einer weniger. Beim Hexer ist der jetzt hier. So, jetzt haben wir eine leichte Yin-Harmonie. Wie gesagt, ich würde mir als allernächstes jetzt hier einfach als Technologie eine brauchbare Yang-Technologie holen. Ich glaube, ich hole mir tatsächlich das da. Das ist interessant. Wobei, ich muss hier eh durch. Harmonie plus 3 auf Yang. Dann nehme ich dann doch das hier. Aber wir haben nur noch 3 Turns, die das jetzt dauert, jetzt hier solche Sachen zu erforschen. Was ich gut finde. So, und jetzt holen wir uns, wie gesagt, hier den Tempel der zwei Monde. Weniger Korruption, Unterhalt für die himmlischen Drachenwachen und auch die Fernkämpfer minus 5%. Rekrutierungskosten für sie werden reduziert. Und Rang bei der Rekrutierung von ihnen wird erhöht. Sehr brauchbar. Okay. Ein Turn noch, dann hauen wir da drauf. Hier machen wir nichts. Und der Olle Kompass muss mal wieder gedreht werden hier. So. Wir machen schon fast 12.000 Geld. The Boss. Verstehe halt nicht, dass er auch mit mir irgendwie nicht handeln will, ne? Egal, gucken wir mal. I understand. There are important matters to consider. Da müssen wir eine Menge Geld reinstecken und ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will. So. Wo ist sie? Nächster Turn haben wir diese Einheiten. Gut. Das Schlimme ist aber, das hilft mir alles momentan nicht so richtig, ne? Ich kann nämlich hier momentan kaum einen Blumentopf gewinnen mit dem, was ich jetzt hier rumlaufen habe. Das heißt also, es könnte sein, dass ich nochmal ein paar dumme Bauern rekrutieren muss. Und dann damit da reingehe. Dinge, die mir nicht gefallen wollen. Plündert eine Region. Ja, also eine bestimmte. Interessiert mich gerade nicht. Also wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge jetzt hier für den Nahkampf. Naja, the defense effort has need.
Ich bin am Überlegen, ob ich hier tatsächlich nur ein paar Fernkämpfer so mit reinnehmen soll. Wir haben ja schon eine Artillerie. Es soll ja jetzt schnell gehen. Was geht denn schnell hier oben? Die Bauern gehen schnell. When Miao Ying asks, you answer. Wir nehmen jetzt hier Bauern. Und hier unten... Es verzögert sich halt leider alles, ne? Serve me. Serve the Emperor. Das muss tatsächlich reichen, Leute. Und dann nehmen wir hier noch irgendetwas mit. Die hier, genau. Und dann können wir da reingehen. Weil die brauchen hier leider noch eine Weile. Ich muss jetzt halt einfach irgendwo kompetitiv in Erscheinung treten. Mauer. Der war noch nicht rechtzeitig fertig. Ich glaube, das war das Problem, ne? Ansonsten hätte ich nämlich jetzt hier ein Verständnisproblem. Tja. Ich kriege gerade Yin-Yang technisch einfach kaum mehr was unter. Machen wir mal das hier rein. Ich will hier auch noch theoretisch Truppen rekrutieren können. Das wäre wichtig, überall Truppen rekrutieren zu können. So. Und die bauen wir noch. Und da ging uns die Kohle aus. Also. Hauen wir mal da drauf. Na also. Nett, da ist noch ein sehr, sehr nettes Item dabei gewesen. Der Riss hier ist jetzt geschlossen. Und ich glaube, da wird auch keiner mehr kommen. So, Level up. Inspirierende Gegenwart, damit die Truppen hier noch weiter leveln. Dich überspringen wir. Da bauen wir aus. Mhm. Du hast ja zwei Level-Ups. Dann werden die Truppen jetzt noch unnachgiebig. Das überspringen wir auch. Kann ich ihn... Nee, nicht mit der geringen Geldmenge. Okidoki, Freunde. Also, wir müssen damit leben, dass wir immer noch keine Konföderation und noch kein militärisches Bündnis eingehen können. Und jetzt gehen wir gleich mit diesem Billo-Scheiß an Truppen in diesen Riss. Naja, halb Elite, halb Quatsch. Das wird so anstrengend. Aber wir müssen jetzt aktiv werden. Dann gucken wir mal am besten, wo wir noch reingehen. Ich denke, Korn ist noch an die beste Option. Karawane. Die Karawane trifft auf eine verbündete Patrouille. Ja, was nehme ich? Ich nehme in dem Fall die Fernkämpfer. Drahtzieher im Dunkeln. In letzter Zeit besuchen zwei Katzen häufiger das Lager. Ach, die Katzen. Führerschaft gegen Chaosdämonen. Yin, ich werde nichts unternehmen. Im Seuchenherrscher sind die... Okay. Ah, also jetzt gucken wir mal, wer ist wo. Hockmacher des Nurgle ist bei Korn. Ich würde mich ihm sehr, sehr gerne persönlich vorstellen. Auf zum Blutgott! Das Video brauchen wir nicht. Du bist auch hier. Hm, hab ich mich verguckt? Ach nee, der Pocken-Dude hat das Ding ja schon. Genau, verleitet des Lanisches hier. Und wir. Also ich muss den jetzt hier einfach nur hauen. Und dann hat er ausgedient hier. Ich erkläre ihn schon mal direkt den Krieg. Dann wird es umso witziger hier. Und dann wird er... uns hoffentlich auch als Bedrohung wahrnehmen. So, nächste Verbesserung dieser Siedlung. Mauer rein.
das ausgebaut. Wir haben jetzt halt ein Harmonieungleichgewicht. Wir werden auch weiterhin Harmonieungleichgewichte haben. Spätestens im nächsten Turn. Hier macht es aber überhaupt keinen Sinn, da sowas in der Art und Weise noch zu bauen. Will ich hier noch Kanonen oder Reiter oder viele Flugreiter reinmachen? Komm, machen wir. Alles, was fliegen kann, jetzt hier zum Dorf des Mondes. Passt ja auch zum Thema. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob Slanisch uns angreift. Endlich! Er kommt an und macht das militärische Bündnis. Dann kommen wir der Sache näher. Wunderbar. Es sind wieder 60. Ich habe so das Gefühl, dass das Spiel Fraktionen erschafft. LOL. Wisst ihr, was der Gag ist? Ich brauche die Bogenschützen nicht. Guten Appetit. Entschuldigung, ich weiß, es ist arschig. Einfach bon appetit. Master of Feng Shui. Many feet, one purpose. Ich muss das hier schnell schließen. So. Himmelslaternen. Geschwindigkeit für Young Infantry. Noch mehr Rüstung für Bauern. Warum nicht? Ganz im Ernst. So, wir rekrutieren nochmal ein paar Trüps. Ja, wobei, das ist ja total behämmert. Wir arbeiten daran. Dann machen wir das halt hier später. Hier muss jetzt noch die Mauer rein. Zack. Zack, unsere Wirtschaftskraft wird immer beeindruckender. Das hier überspringen wir. Dann verbessern wir das da, wobei das total sinnlos ist. Überspringen wir. Der Kollege wird ja bald vielleicht sogar von uns konföderiert und dann gar kein Thema mehr sein. Wo bist du denn, mein Freund? Da bist du. Jetzt werden wir dir mal zeigen, was wir von dir halten. Ach, wird das witzig. Dann haben wir schon mal einen Kari besiegt. Wir müssen also aufpassen, ne? Die haben eine jede Menge Einheiten, die richtig, richtig übel Armor-Piercing-Damage machen. Und ich kann mir endlich mal diese Wujing-Kompasse angucken. Wie gesagt, habe ich vorher mir noch nicht angeguckt. Ich weiß nur, dass die mal eine Zeit lang OP waren. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Immer diese letzten 5%. Da muss echt was los sein bei diesen letzten 5%, ich sag's euch. Order and Balance. Wir stellen uns... Oh, ich würde mich sehr, sehr gerne hier aufstellen. Wir machen das jetzt hier mal wieder so eine Blockveranstaltung. Okay. Den Reiter da hinten hin. Die hat eine Vorhutaufstellung. Geil. Finde ich gut. Finde ich ernsthaft gut. Oder nee, warte mal, komm, wir machen das noch mieser. Wir stellen uns hier hin. Dann gucken sie saublöd. So. Einmal bitte. Alle. Drei darüber. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. So, dann steht ihr hier schon mal fantastisch. Dann stelle ich euch so hin.
Und so hin. Und euch so hin. Okay, ihr seid die normalen Fernkämpfer, ne? Ihr seid offiziell die Nummer 2. Ja, ich muss euch dahinter stellen, weil ihr seid die einzigen, die ballistisch schießen können. Hier kann aber auch was kommen, darf ich nicht vergessen. Also muss ich die Kavallerie hier hinstellen, so als Schutz. Die Artillerie stelle ich hier hin. Dann habe ich... Was macht denn... Ach, der hat auch einen Wujing-Kompass jetzt. Ja, dann... habe ich jetzt mehrere davon. Dann steht sie jetzt hier. Mitten im Wald. Und wird fiese Dinge tun. You know your orders. You know your positions. You know what you have to do. Nice. Schon mal einen Treffer gelandet. Ja, ich glaube, die werden jetzt demnächst kommen. Und wie gesagt, ich gönne mir das, ne? Die sollen ruhig in die Nähe kommen. Ich will sie ja innerhalb der Feuerreichweite haben. Die werden kommen. Also der Wujing-Kompass kann einfach Himmelskomet und Himmelsblitz casten. Okay. Die machen ziemlich viel Schaden. Master of Tempest. Lasst ihr euch jetzt einfach zusammenschießen oder was ist euer Plan? Jetzt kommen sie. Der Moment, wenn du von einem Drachen flankiert wirst, den bereiten wir gerade vor. Höllenschinder, okay. So, die schießen jetzt auch, gut. Sie wird jetzt eh gleich entdeckt. Hi! Oh, sie können jetzt tatsächlich zaubern. Oh nein. Ich glaube, ich schmeiße die Kometen hier direkt drauf. Oh, Moment, 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 das ist nicht gut. Das ist sogar ganz schrecklich, dass ich das jetzt hier gerade eben übersehen habe. Da kam der Komet runter. Warte mal, wo ball ich denn jetzt hier am besten drauf? Hier, ne? So. Ihr haltet hier die Stellung. Du kannst ja mal die Wauzis rufen.
Wir verbessern dir mal die Armbrustschützen der himmlischen Drachen, weil dann können die nämlich richtig was. Casten das noch hin. Ey, es ist der Wahnsinn, was ich jetzt rumzaubern kann. Miao Ying hat aber auch leider auch schon ein bisschen Schaden genommen. Ich muss ihn mal ein bisschen mehr heilen. So. Mal gerade absichtlich mal ein bisschen Slow Motion, weil ich hasse es, gegen Planisch zu kämpfen. Das ist einfach so Pain in the Ass. Könnt ihr mal bitte den hier tot machen? Uranus Donnerkeil. Ey, sie zieht sich tatsächlich zurück. Ich find's mega krass, was hier gerade passiert. Die ziehen sich hier auch zurück. Was ist hier los? The formation is broken. So haben wir nicht gewettet. Mache ich hier mal aus schlechtere Nahkämpfe als zerfallen sie endlich. Okay. Am Ende haben wir doch noch gewonnen, aber anstrengender als gedacht. Okay, er ist geschlagen, wie gesagt. Bekomme ich hier den Magma-Sturm, der mir nichts mehr bringt. Außer, dass ich ihn vielleicht hier hincasten kann. Und sie rennen nochmal durch. Okay. Warum haben die nicht geschossen? Okay, sie haben geschossen. Ich glaube, ich darf diesen Armbrustschützen, diesen Bogenschützen einfach nicht zu viel aufbürden. Es sind halt Crap-Einheiten. Das müssen wir uns einfach klar machen. Und ich sehe, dass ich deutlich besseren Flankenschutz brauche. Deutlich besseren Flankenschutz. Sonst wird das hier nichts. Ja, genau. Ballert da schön drauf. Genau. Sniper Deals einzeln raus. Kann man mal machen. Knapper Sieg. Also ich bin beeindruckt gewesen, wie viel Schaden sie genommen hat. Muss mal gucken, wie viel Schaden sie ausgeteilt hat. Das war keine gute Armee von Slaanesh. Definitiv nicht. Das ist eher so eine Anfangsarmee. Mit ein paar weniger Ausnahmen. Also den da ist so eine Ausnahme, ne? Sie hat gerade mal 7000 Schaden ausgeteilt. Das ist nicht viel. Hat er viel mehr gemacht. Ich hätte von ihr echt mehr erwartet. Verstärkungsrate nehmen wir. So, das war schon mal wichtig, dass wir das jetzt hier geschafft haben. Und jetzt gucken wir, dass wir jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz hier regenerieren. Wir haben dadurch 2 Level-Ups gemacht. Schnelle Hände, Geschossstärke und haltet die Stellung. So. Dann ist der Part auch abgeschlossen. Windstoß. Ja, ausweichen, ne? Weil beide Zauber hier finde ich nicht so prickelnd. Die finale Transmutation. Nee, ich gebe ihr erstmal Erdung. So, wir stehen jetzt hier direkt neben den Untoten. Die finde ich völlig in Ordnung, immer zu bekämpfen. Die machen Spaß. So. Wir haben so viel Geld, wir sollten daraus echt was machen. Celestial Ancestors. Ich hole mir mal 2 davon und 1 davon. Weil, einfach weil wir die Kohle dafür haben. Könnt ihr das ja auch schon rekrutieren? Nein.
Gut, bestmögliche Verteidigung rein. Das hier rein. Wir haben immer noch ein leichtes Yang-Übergewicht. Aber wir forschen ja gerade schon an einem Yin. Ne, das ist nochmal. Ne, doch, an einem Yin. Doch, wir forschen an einem Yin. Genau. Also, so wie es sein soll. Ich mach das jetzt hier doch mal da rein. Windshaper. Überspringen. Haben wir irgendwo noch? Doch, tatsächlich. Wir haben natürlich hier noch einen Riss offen. Der muss weg. Der macht uns ansonsten richtig Trouble. Und den müssen wir auch noch schließen. Ein Blick nochmal auf die Diplomatie. Jetzt haben wir endlich das Bündnis, was wir uns schon so lange gewünscht haben. 38. Ja, das dauert eine Weile, bis der soweit ist. Nächster Turn. Der Eishof. Ich habe gerade der Friedhof gelesen. Fragt nicht warum. Das ist. Ich wundere mich ja selbst. Lamianische Schwesternschaft habe ich gerade gelesen. Ja, die leben noch. Zumindest während des Durchlaufs noch. Mit Charme und Charisma. Ah! Okay. Ich habe mich gewundert, dass erst nur der Text da war und sonst nichts. Da muss ich gleich mal gucken, wer wird jetzt hier belagert? Oh. Ja, die nörgeln wir mal schön weg hier, ne? Ich nehme die Verlustverstärkung, damit es hier noch schneller geht. Marienburg ist vernichtet. Oh, und ich habe eine Stufe 5 Siedlung. Geil. Und eine Karawane ist angekommen. Okay, jetzt wird's völlig absurd, Leute. Es wird absurd. Also gut, dann holen wir uns. Will ich mir das hier holen? Alle Armeen beim Verteidigen noch mehr Nahkampfabwehr. Es wäre so dumm, es nicht zu nehmen. Das da noch. Das da noch. Jetzt sind wir hier vollständig und die Kohle ist weg. Dragon-blooded Shugunga. Many feet, one purpose. Great journeys require. Schließen. Und vernichten. Das waren ein paar Zinjis, aber sie sind weg. So, dann hole ich dich mal wieder zurück, weil, ey, die Korruption eskaliert hier so hart, ne? Noch mehr Unnachgiebigkeit, haben wir also den Nahkampf jetzt erstmal ausgebaut. Und ihr seid schon wieder ziemlich gut beieinander. Komm, das gönnen wir uns am Anfang der nächsten Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.